Hi und willkommen zu einem neuen Video vom Zweiradeck. Ich bin der Marvin und ich zeige euch heute mal hier ein neues Rad von Morrison in der SUV-Ausführung und einer etwas anderen Farbe. Ja, wir haben hier das Morrison Sub 2.0. Sub bedeutet sowas ähnliches wie eben SUV, wie man auch schon sieht. Wir haben eben ein bisschen groberes Reifenprofil, ein bisschen mehr Federweg. Ja, für wen ist so ein Fahrrad was? Sowas ist halt tendenziell für die Leute, die einfach sagen, ne, ich fahre damit zur Arbeit, mache meine Alltagserledigung, möchte aber vielleicht auch mal abends nach Feierabend rechts abbiegen Richtung Wald. Da habe ich halt einfach hier mit den grobstolligen Reifen und eben dem etwas höheren Federweg die Möglichkeit, da dann einfach auch mal ein bisschen Spaß zu haben. Von der Sitzposition ist sowas eben Trekkingrad ähnlich. Das heißt, ich sitze hier leicht nach vorne gebeugt, ne, habe einen schönen geraden Lenker, ein bisschen breiter. Ist auch alles einstellbar hier. Das heißt, ihr könnt den Vorbau im Winkel verstellen, ihr könnt die Griffe im Winkel verstellen, Lenker kann man natürlich auch immer in der Neigung verstellen. Vom Bosch-System haben wir hier 75 Newtonmeter von Bosch mit dem Performance Line und dem Smart-System. Das kennt ihr ja schon, das kann man ja dann über die Handy-App, eben über die Flow-App könnt ihr das anbinden. Wir haben den Powerpack-Akku, das heißt, Powerpack bedeutet hier in dem Fall nicht integriert, sondern eben aufgesetzt, aber auch ganz schön gelöst, 545 Wattstunden. Wir haben hier unten auf der anderen Seite, das seht ihr jetzt gerade nicht, die Ladeklappe, das heißt, da könnt ihr das Rad direkt laden. Die Federgabel, die jetzt hier verbaut ist, eben ein bisschen dicker, ein bisschen stabiler ausgelegt für eben ein bisschen gröberes Gelände. Hat eine Lockout-Funktion, das heißt, ihr könnt da eben sagen, wenn ihr dann den Berg hochfahrt und im Stehen pedaliert, könnt ihr eben die Gabel blockieren, ne, dass eben die Energie nicht in die Federgabel geht, sondern wirklich 1:1 auch in die Kette geht. Ja, was haben wir sonst an dem Rad verbaut? Wir haben Shimano Scheibenbremsen verbaut, ne, dass ihr auch da vernünftig zum Stehen kommt, wenn ihr mal den etwas steileren Berg wählt. Wir haben eine 10-Gang-Kettenschaltung verbaut. Wir haben eine komplette Lichtanlage schon dran. Eben wie gesagt, Schutzbleche, Gepäckträger, also ihr habt ein komplett straßentaugliches Rad. Bei dem Gepäckträger haben wir einen mit dem Mix-System, das heißt, da habt ihr eben die Option, ihr könnt dann eben Packtaschen etc. einfach einklicken und per Knopfdruck lösen. Ja, was gibt es sonst zu sagen? Ne? Also mit dem, vielleicht nochmal zum Thema Akku, 545 Wattstunden, habt ihr so eine realistische Reichweite im Bereich, ich sag mal 70 bis 90 Kilometer, könnt ihr auch gerne sonst mal bei Bosch auf dem Reichweitenrechner gucken, da könnt ihr einfach alle Parameter eingeben und seht dann eben, bis zu welcher Reichweite ihr in dem dementsprechenden Modus kommt. Ja, bei dem Modell auch nochmal ganz cool und zu erwähnen wäre eben Gesamtgewicht hier bis 150 Kilo. Das heißt, vielleicht für den einen oder anderen auch interessant, der damit die ein oder andere kleine Radreise machen will. Wir haben hier auch schon Flaschenhalteraufnahme, so wie hier unterm Oberrohr. Kann man natürlich auch optional andere Sachen dran machen, wie jetzt ein Arbus-Bordeaux-Schloss, also diese Faltschlösser oder ähnliches. Und wir haben hier eben auch bei dem Mitgepäckträger schon die Querstangen mit drin, dass ihr eben hier in der etwas unteren Etage quasi eure Packtaschen mit einhängen könnt. Und somit habt ihr da einfach die Option, noch ein bisschen mehr Gepäck zu transportieren. Optional natürlich gern auch mit einer Lenkertasche. Da seid ihr dann natürlich nur schon wieder an dem Punkt, wo es dann eben ums Thema Gesamtgewicht geht. Selbst bei jemandem wie mir, wenn wir jetzt von 70, 75 Kilo Körpergewicht sprechen und dann eben sagen, wir haben zwei Flaschen dran, das sind schnell 1,5, 2 Kilo. Wir haben links, rechts die Packtaschen, oben drauf eine Packtasche, vorne eine Packtasche dran, da haben wir auch ratzfatz dann 20, 30 Kilo zusammen, je nachdem, was man eben mit dem Rad macht. Ne? Das nochmal eben zum Thema Gewicht und eben Zuladung, was wir hier eben an Möglichkeiten haben. Ja, zum Thema Akku und Sicherheit nochmal eine Kleinigkeit. Rahmenschloss ist natürlich auch schon verbaut. Das heißt, hier wieder ein Arbus-Rahmenschloss mit der Option, eben eine Kette reinzustecken. Das haben wir ja auch schon mal in einem Video behandelt, wo wir dann diese verschiedenen Varianten von Schlössern haben. Das heißt, ihr habt hier eine Einsteckkette, die wird in diesen Schlosskorpus gesteckt und dann habt ihr nochmal eine Zusatzsicherung. Akku rausnehmen, relativ simpel. Wir schließen einmal auf und dann könnt ihr den Akku einfach entnehmen und hier unten aufladen. Optional dann natürlich eben hier am Rad, wenn ihr Strom in der Garage habt. Wenn ihr hier oben den Power-Button drückt, da seht ihr dann die LEDs zur Anzeige des Akkuzustands und zum Einsetzen einfach wieder reinsetzen. So. Naja, manchmal klappt es auch bei uns nicht. So, einmal reinsetzen, draufdrücken und dann ist er eben fest drin und dann seid ihr startklar für die nächste Tour.